Hi und willkommen bei mir, Lurchi Nummer 1. Heute mit einem Tutorial. Warum ein Tutorial? Ganz einfach, Leute, weil ich immer öfters darauf angesprochen werde, wie das funktioniert, dass man mit einem angemeldeten Account auf der PS4, für den man 50 Euro bezahlt hat, einen weiteren Account anmelden kann, ohne nochmal 50 Euro zu bezahlen. Und weil ich deswegen so oft angesprochen werde, ob sowas überhaupt geht, zeige ich euch heute, wie es geht. Also man kann mehrere Accounts auf der PlayStation 4 haben, aber muss nur einmal diese 50 Euro bezahlen, um mit diesem Account online gehen zu können. Und ich möchte den PS3-Leuten in diesem Video auch gleich mal zeigen, wie man den Charakter richtig überträgt von der PS3 auf die PS4 und wie einfach es eigentlich sein kann. Also, ich befinde mich jetzt hier auf der PS4. Ich habe hier drei Charaktere. Einen blende ich aus, weil da mein echter Name dran steht. Deswegen blende ich ihn aus. Aber ich habe jetzt hier drei Charaktere. Und von diesen drei Charakteren habe ich nur einmal 50 Euro bezahlt, um online gehen zu können. Und das ist der Lurchi Nummer 1, wie ihr hier gerade seht. Und ich zeige euch jetzt, wie ich noch einen weiteren Account hier aktiviere und keine 50 Euro bezahle. Also ich ziehe jetzt von der PS3 auf die PS4 meinen Lurchi 500, den kennt ihr ja von meinen Mods auf der 3er, den übertrage ich jetzt hier auf die 4er und ich zeige euch, dass ich für diesen Charakter nicht nochmal 50 Euro bezahlen muss. Und das funktioniert wie folgt. So, ich gehe jetzt her und klicke auf den Lurchi Nummer 1. Ah, ein bisschen laut das Ganze. Ich muss hier kurz eben mal den Ton abstellen. So, jetzt bin ich mit meinem Profil Lurchi Nummer 1, für den ich die 50 Euro Gebühren bezahlt habe, um online spielen zu können. Dann gehe ich auf Einstellungen, so wie hier ihr das gerade seht. Und dann muss ich in den Einstellungen hergehen, also ihr seht jetzt hier Netzwerk, Mitteilungen, Palabalaber. Da muss ich jetzt hergehen und meine PlayStation als primäre PlayStation aktivieren, wenn das nicht eventuell schon sogar eingestellt ist. Ich zeige euch jetzt genau, wo das sitzt und dann gehen wir das Ganze mal Schritt für Schritt durch. Also, ihr müsst auf jeden Fall mal hoch auf die PlayStation Network Kontoverwaltung. Da geht ihr drauf. Und wenn ihr dort draufgegangen seid, dann geht ihr als deine primäre PlayStation 4 aktivieren. Und wenn dort bei aktivieren das nicht so grau unterlegt ist wie bei mir, also als aktiviert, dann müsst ihr das noch machen. Aber mit dem Profil, für das ihr 50 Euro bezahlt habt. So, wenn ihr das soweit habt, dann würde ich sagen, gehen wir da nämlich jetzt her und melden uns mit unserem Hauptcharakter von der PlayStation 4 ab. Also, hopsla, das war ein bisschen hier das falsche Feld. So, da gehen wir auf PS4 ausloggen. So, ihr seht hier, dann muss ich die PlayStation-Taste drücken, um meinen Controller wieder zu aktivieren. So, jetzt habe ich hier die drei Profile und jetzt gehe ich auf neuen Benutzer erstellen. Dann einen Benutzer erstellen. Nicht als Gast, sondern einen Benutzer erstellen. Da gehen wir dann mal feucht, flockig, fröhlich drauf und dann gehen wir auf Akzeptieren. Das ganze Palabalaber überspringen wir einfach, genauso wie hier. Da brauchen wir nichts groß machen, da gehen wir auf Überspringen und dann steht schon hier, willkommen bei der PlayStation 4. So, ihr seht, ich bin jetzt hier mit meinem neuen Charakter auf der PlayStation 4 und nun gehen wir auf Profil und melden uns beim PlayStation Network an mit den Daten der PlayStation 3, wo wir unseren Charakter übertragen wollen und nicht nochmal 50 Euro zahlen wollen. Also ihr seht jetzt hier das Feld Anmelde-ID und so weiter und so fort. Das gebe ich jetzt hier eben alles kurz ein und dann sehen wir uns wieder, wenn ich dieses Feld hier mal fertig ausgefüllt habe. Also, ein kleiner Cut und dann geht's auch gleich weiter. So, ihr seht jetzt hier, ich habe jetzt
meine Daten alle eingegeben. Willkommen, Lurchi Nummer 500 auf der PS4. So weit, so schlecht. Habt ihr das soweit? Dann könnt ihr da unten auf Weiter drücken. Und dann gehen wir die ganze Sache jetzt mal Schritt für Schritt soweit durch, damit ihr keine 50 Euro nochmal zahlen müsst, um nochmal einen Account zu aktivieren. So, ich gehe unten auf Weiter. Dann seht ihr jetzt hier, ihr könnt jetzt euren Avatar auswählen, könnt euren Namen reinschreiben, was auch immer ihr da reinschreiben wollt. Ich lasse jetzt hier gerade mal den Karl-Heinz stehen, den finde ich hier ganz witzig. Dann geben wir auf Avatar, da nehme ich mir jetzt irgendeinen Avatar. Ach, guck hier, das Bürschchen ist doch hier ganz niedlich, den nehmen wir jetzt hier. Und dann gehen wir auf Weiter. Und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. So, Palabalaba, dein Spielerlebnis verfügbar machen. Palabalaba. Das könnt ihr getrost überspringen erstmal. Beziehungsweise ich kann es erstmal getrost überspringen. Ihr könnt ja, wenn ihr zum ersten Mal auf der Vierer seid, euch das alles genau angucken. Und so weiter und so fort. So, hier mit Freunden verbinden. Palabalaba. Einfach mal weiter. Dann hier Nachrichten verwalten. Einfach mal weiter. Ja, so, jetzt hier. Hier gebt ihr euren Wohnort, Bundesland und weiß der Geier was nicht alles ein. Ich tippe da jetzt eben kurz mein Bundesland ein, damit hier Friede ist. Und dann geht's weiter. So. Und weiter das ganze Spielchen hier. So, dein Konto wurde aktualisiert. Palabalaba, palabalaba. Jetzt muss ich hier noch meine E-Mail-Adresse bestätigen. Und so weiter, weil ihr bekommt ja jetzt Post in euer E-Mail-Fach wegen dem Aktualisieren hier, wie ihr das hier seht, ihre E-Mail-Adresse jetzt bestätigen. Das heißt, ihr müsst jetzt in euer E-Mail-Fach die E-Mail bestätigen und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr da auf diesen Button drücken. Das habe ich natürlich im Vorfeld schon gemacht. Deswegen können wir an diesem Punkt das Ganze einfach überspringen. Beziehungsweise ich drücke jetzt hier auf E-Mail jetzt bestätigen und weiter geht's im Ganzen. So, dann gehe ich jetzt auf bereits bestätigt und dann vielen Dank, herzliche Glückwünsche und tralala, Ihre E-Mail-Adresse ist verifiziert. So, dann gehen wir hier auf, da könnt ihr euch mit Facebook verbinden, den Scheiß überspringe ich jetzt ebenfalls, weil das interessiert uns ja jetzt mal nicht die Bohne. Dann kriegt ihr hier Mitglied bei PlayStation Plus werden. Da geht ihr einfach auf Weiter, denn wir wollen ja von dem Erst-Account seinem PlayStation Plus leben und nicht nochmal das Ganze machen. Also überspringen wir das Ganze. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil überhaupt. Jetzt steht hier, als deine primäre PS4 aktivieren. Und da müssen wir auf nicht aktivieren, denn wenn wir auf aktivieren jetzt klicken, dann haben wir einen komplett neuen Account mit neuem PlayStation Plus Konto und so weiter. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja vom Erst-Account leben und von den 50 Euro leben und die nicht nochmal zahlen. Also auf nicht aktivieren und dann bestätigen. Und wenn wir das dann haben, müsste eigentlich alles soweit dann in trockenen Tüchern sein und können dann auch gleich online gehen. Also, ganz wichtig hier an der Stelle auf nicht aktivieren, wenn ihr den zweiten Account auf eurer Konsole anmeldet. So, ich habe jetzt auf nicht aktivieren geklickt, dann kommt hier wieder irgendein Mumpes. So, ihr seht jetzt hier, Karl-Heinz Lurchi Nummer 1 ist online. Der Name ist natürlich saugeil. Und das ist jetzt mein Account, den ich auf der Dreier habe, mit dem ich immer meine Mods gemacht habe und immer noch mache. So, ihr seht, ich bin auch bereits online. Hier seht ihr meine Freunde, hier seht ihr ein paar Infos und so weiter und so fort. Ist alles übertragen worden von der Dreier auf die Vierer. Hier seht ihr noch ein paar Nachrichten, wo so reingeflattert sind und so weiter und so fort. Dann gehen wir jetzt mal auf das Spiel, denn wir wollen ja unseren Charakter von der Dreier auf die Vierer übertragen. Denn das wird ja jetzt die ganzen Leute interessieren, die vielleicht zu Weihnachten und etc. sich jetzt die Vierer gekauft haben und jetzt unbedingt ihren Dreier-Account
auf die 4 übertragen möchten. Und das ist eigentlich wirklich prinzipiell wirklich richtig, richtig easy. Da braucht ihr auch keinen Bammel davor haben, wenn ihr sagt, oh, kriege ich nie übertragen, die Scheiße. Doch, kriegt ihr hin. Ich zeige euch, das ist wirklich primitiv einfach. Eigentlich wirklich witzig einfach und so weiter und so fort. Ich überspringe jetzt hier diesen Teil. Denn wir müssen leider Gottes dann auch den Promolog nämlich spielen. Erstmal hier Kalibrierung, damit uns hier die Dunkelheit nicht frisst. Ich gehe immer auf volle Pulle. So, und wenn das hier geladen hat, dann müssen wir leider den Promolog wieder spielen. Und den will ich euch hier an der Stelle jetzt nicht unbedingt antun. Deswegen mache ich jetzt hier einen Cut und dann sehen wir uns wieder im Story-Modus. So, wir sind jetzt hier mit Michael bei seinem Psychiater. Und dieses Geschmotter, das könnt ihr einfach mit X jetzt hier wegdrücken. Den Promolog habe ich für euch schon gespielt. Den wolltet ihr bestimmt auch unbedingt sehen, zum wahrscheinlich x-millionsten Mal. Ihr seht jetzt hier, ich bin jetzt Franklin. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann könnt ihr auch die Optionstaste drücken und zum ersten Mal auf Online gehen. Das machen wir jetzt auch hier. Ich gehe jetzt hier auf Online. Und jetzt, wie ihr seht, seht ihr erstmal, wie einfach das Ganze eigentlich gehandhabt wird. Ihr seht jetzt oben an dem Reiter Online bereits jetzt schon, dass hier als erstes, also als erste Option bei Online wird aufgeführt, Charakter übertragen. Also ihr seht hier Charakter übertragen, da klickt ihr dann drauf. Und so einfach ist diese Kiste eigentlich. Also das ist wirklich nichts, wovor man irgendwie Bammel haben muss. Da klicken wir jetzt auch gleich mal drauf. Und dann bekommen wir als erstes gleich eine Rockstar Social Club Nachricht mit herzlichstes, was weiß ich wohin, und da macht er einfach den Haken rein und drückt dann auf Abschicken. So, haben wir es zum Abschicken mal geschafft, gehen wir dann her und gehen mit dem Cursor wieder, also wir müssen jetzt erstmal warten, bis hier die ganze Kiste hier frei ist, und dann können wir weiter den Charakter übertragen. Und ja, dann geht es eigentlich recht flüssig und flockig. Also ihr seht, ich kann jetzt hier mit dem Cursor mich wieder bewegen. Ich gehe wieder auf Charakter übertragen. Und jetzt steht hier, bist du sicher, Palaber, Palaber. Und da drücken wir dann einfach X. Und dann geht's ab die Post in Richtung Online. So, Übertragung. Da sagen wir auch X. Und das Palaver schenken wir. Und jetzt hier seht ihr die Übersicht von eurem Charakter von der PlayStation 3. Hier sieht man die Kohle, den RP-Stand und den Level hinten. Und dann sieht man auch, ob ihr einen Zweitcharakter noch erstellt hattet auf eurem Erstcharakter quasi. Und das hatte ich in dem Fall mit Level 2. Aber ist jetzt eigentlich alles wurscht. Da drückt ihr dann auch auf X, wenn die Daten soweit stimmen. Ändern könntet ihr sie sowieso nicht. Und dann seht ihr bereits, wir sind in Google Earth und warten, online zu gehen. Und ihr seht, das war das ganze Geschmatter eigentlich schon. Und das war jetzt wirklich brutal easy. Hier, Übertragung abgeschlossen. Dann kriege ich hier noch ein paar Auszeichnungen, weil ich so ein nettes Lurchi bin. Und ja, so einfach ist es eigentlich. Ihr seht, ich bin noch hier ein bisschen in Google Earth unterwegs. Ich lasse jetzt hier nochmal das kurz hier mitlaufen. Jetzt kommt ihr nämlich als allererstes zur Charaktererstellung. Ihr seht hier meine beiden Charaktere, die sind recht bekannt. Einmal von der PS3, hier der mit dem Rüssel, und mein Zweitcharakter. So, ihr habt jetzt hier den Luxus, wenn ihr an der Stelle angekommen seid, dass ihr euren Charakter nochmal nacherstellen könnt. Also beziehungsweise ihr könnt da nochmal ein paar Veränderungen treffen. Damit der euch auf der Vierer so gefällt, wie er euch gefallen soll. Ihr seht jetzt hier, da ist sie, die Grinsebacke. Und jetzt könntet ihr euren Charakter nochmal letztmalig verändern. Ich persönlich scheiß da drauf jetzt, weil das will ich euch ja hier jetzt nicht zeigen, wie ihr euren Charakter verändert, sondern wie man überträgt. Also, Lurchi, das passt. Grins, grins, grins. Und hier drücke ich dann einfach auf Annehmen. Und dann müssten wir uns eigentlich auf den Weg in Online begeben. So, hier nochmal ein Bild für die Bullen. Und dann geht's ab in den Online-Modus. Und dann zeige ich euch noch kurz, dass auch wirklich alles da ist, was man auf der Dreier gehabt hat.
und dass ihr da euch um nichts Gedanken machen müsst, ob eure ganzen Fahrzeuge mit rüber gewandert sind und ob eure Klamotten alle noch da sind und so weiter und so fort. Das zeige ich euch jetzt alles nochmal, dass da das Ganze eigentlich bedenkenfrei jetzt hier funktioniert hat. Und ja, ich hoffe, dieses Video konnte euch dann wirklich nochmal ein bisschen helfen. A, um Geld zu sparen. Nicht, dass ihr meint, ihr müsst jedes Mal da 50 Euro bezahlen. Das wäre ja der Wahnsinn. Und für die PS3-Leute, denke ich mal, ist es ganz hilfreich jetzt, oder ich hoffe zumindest, dass es jetzt für euch ganz hilfreich ist, dass ich euch jetzt hier nochmal gezeigt habe, wie denkbar einfach dieser ganze Übertragungsweg hier eigentlich so im Ganzen funktioniert. Wir warten jetzt hier nochmal, bis Google Earth beendet ist. Und dann zeige ich euch an meinem Charakter, dass alles von der 3er auf die 4er mitgewandert ist. So, ihr seht, ich bin mit meinem Charakter jetzt hier online, mit meinem Charakter von der PlayStation 3 auf die PlayStation 4 übertragen, ohne einmal nochmal zusätzlich 50 Euro zu bezahlen. Und es hat alles funktioniert. Ich latsche jetzt hier meine ersten 3-4 Meter hier mal mit meinem Charakter ein bisschen spazieren. Im Hintergrund läuft hier gerade dieses aktuelle Update, was, wer es braucht, halt irgendwie man jetzt hier spielen kann. Und hier seht ihr auch schon ein Auto von mir, ein aktuelles, was ich auf der PS3 gehabt habe. Das ist der T20. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, dass für meinen Charakter auch alles da ist. Ich gehe jetzt hier mal auf meine Mechaniker. Und dann werdet ihr sehen, dass die 3 Garagen, die man in der Regel hat, dass die auch da sind. Hier, ihr seht, meine 3 Garagen. Das Einzige, was bei mir jetzt klar fehlt, das sind meine Polizeiautos und etc., die ich auf der 3er drin hatte. Aber die werden natürlich nicht mit übertragen, da denkt sich sonst Rockstar, ja, so, ja, hier, das geht ja überhaupt nicht. Und hier sieht man auch die ganzen Online-Spieler normalerweise, aber ich habe sie jetzt alle mal ausgeblendet. Nicht, dass einer sagt, guck mal, ich bin im Fernsehen und ich wollte es gar nicht. Und ja, ihr seht, prinzipiell hat alles schnieke funktioniert. Ich hoffe, dass dieses Tutorial euch auch hier helfen konnte. Ich zeige euch jetzt hier nochmal meine Accessoires. Ihr seht hier, selbst dass ich einen Glitch gemacht habe, genauso wie mein Bauchfrei-Glitch, ihr seht, alles von der 3er mit rüber übernommen, sogar den Fehler, dass mein Bauch hier frei ist, hat das Spiel mit übertragen. Hier die von den Raubüberfällen, diese Gangster-Uniform da. Wenn ihr eine Polizeiuniform habt, die ihr euch erglitscht habt, die wäre jetzt auch übertragen, die wäre ebenfalls nicht futsch. Also, ihr seht, das ist alles richtig, richtig easy und wenn euch sowas jetzt geholfen hat und ihr beziehungsweise euch das jetzt einfach weitergeholfen hat, ihr wisst, die YouTuber, die leben von Likes und ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr das Video liken würdet, wenn es euch geholfen hat. Wenn ihr zum ersten Mal bei mir seid, lasst doch ein kleines Abo da und ja, wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like oder ein Abo da. Ich bin raus, euer Lurchi Nummer 1, macht's gut, bye.